Spiel 5. Führerschein. Habt ihr alle den Führerschein? Wenn nicht, könnt ihr jetzt was lernen. Ihr spielt gleichzeitig. Eine Frage und drei Antworten werden angezeigt. Jede Antwort muss von jedem von euch mit richtig oder falsch beantwortet werden. Achtung, es können mehrere Antworten richtig sein. Der Spieler, der zuerst vier Antworten falsch beantwortet hat, verliert das Spiel. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Alle drei Antworten sind richtig. Drei richtige Antworten von jedem von euch. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Antwort 2 und 3 sind richtig. Ihr seid wirklich gut. Alles richtig. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Antwort 2 und 3 sind richtig. Eisbär. Wenigstens war eine richtige Antwort dabei. Stefan. Eine Antwort ist richtig, zwei falsch. Wie müssen Sie nachts ein Fahrzeug sichern, das an einer Stelle liegen geblieben ist, an der es eine Gefahr für den übrigen Verkehr bildet? Antwort 1 und 3 sind richtig. Ihr habt beide alles richtig gelöst. Worauf müssen Sie sich bei diesen Verkehrszeichen einstellen? Antwort 1 und 3 sind richtig. Eisbär, du hast eine Antwort falsch. Stefan, eine richtige Antwort. Nun ja. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Nur Antwort 3 ist richtig. Eisbär, fantastisch, alles korrekt. Stefan, du hast leider zwei falsche Antworten dabei. Was müssen Sie bei einem PKW mit Wohnanhänger vor Fahrtbeginn prüfen? Antwort 1 und 3 sind richtig. Super gemacht, ihr habt die Frage komplett richtig beantwortet. Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem, ABS? Antwort 1 und 2 sind richtig. Langweilig, alles richtig. Was dürfen Sie am amtlichen Kennzeichen verändern? Nur Antwort 1 ist richtig. Eisbär, leider bist du zweimal falsch gelegen. Stefan, dreimal ins Schwarze getroffen. Bravo. Wo ist das Halten verboten? Antwort 2 und 3 sind richtig. Eisbär, eine falsche Antwort und zwei richtige. Stefan, korrekt mal 3. Stefan hat gewonnen. Er scheint ein sicherer und zuverlässiger Fahrer zu sein. Oder er tut nur so.
Wer ist hinten? Wer ist vorne? Spiel 6. Nagel. Jetzt sind eure handwerklichen Qualitäten gefragt. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt Nägel bündig in ein Brett schlagen. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bleibt im Rhythmus, um die Nägel schnell und kraftvoll ins Holz zu schlagen. Wer die meisten Nägel versenkt hat oder alle in der kürzesten Zeit versenkt hat, hat gewonnen. So Leute, lasset uns beginnen. Eisbär, es geht los. Eisbär. Noch 30 Sekunden. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Stefan, es kann losgehen. Stefan, eine halbe Minute ist um. Eisbär. Uns sind ja beinahe die Nägel ausgegangen. Das war echt klasse. Das war ja ein Klacks. Ein kurzer Blick auf das Zwischenresultat.